So. Hier bekommen wir jetzt unser vorletztes Herzteil, Leute. Zack. Und zwar hier. Die Bombe liegt ja auch mal geil, ne? Muss ich ja sagen, lag geil. So, zack. Herzteil Nummer, ich weiß es nicht. Nummer 3 von, ja? Ich weiß gar nicht, wie viele Herzteile es gibt. Ich glaube, 7 Herzen kann man durch Herzteile bekommen, ne? Nee, es gibt nur 14 Herzen. Gibt es nur 12 Herzteile? 3, ach, davon 3. Jo, es gibt nur 12 Herzteile, Alter. Lol. Ist ja auch mal nett. Ist doch gar nicht ein bisschen wenig, oder so? Nee. So, hier bekommen wir jetzt unser letztes Upgrade. Unser Pulver-Upgrade. Grünes Pulver-Upgrade. Aber ich glaube, da ist es Maximum 40. Bin ich der Meinung. Ich glaube schon. Willst du zur Strafe mehr Zauberpulver tragen? Ja. Denn was anderes können wir nicht mehr auswählen. Hey, jetzt musst du noch mehr mit dir rum. Ja, 40, okay. Ja. Sehr geil. So. Nein! Ist das dein Ernst? Ach ja. Bin schon ein Held, wenn ich hier runterfall überall, ne? So. Bin der Meinung, man kann das jetzt schon aufsprengen. Irgendwie. Wenn ich das richtig platziert habe. Ja, habe ich. Nice. Cool. Schild. Man kann ja auch ohne das Schild durch, indem man, glaube ich, genug Herzen hat. Also so viele wie wir. Oder mehr? Ich weiß nicht genau. Also genug Herzen hat und ich glaube den roten Trank hat. Und die Pegasus Boots. Bin ich der Meinung. So. Hier gibt's auch einen witzigen Trick. Wir müssen das Ding jetzt einfach aufwecken. Mit dem Lied von den lieben Fröschen. Und das Witzige ist, wir müssen das nicht mal bekämpfen. Hä? Ich bin der Meinung, was? Eigentlich kann man da rein. Ohne es bekämpfen zu müssen. Oh, das war jetzt unfair. Wow, da wollte ich euch was Cooles zeigen und dann geht das nicht. Ist ja, Mann. Das ist jetzt unfair. Eigentlich kann man da wirklich durch, bin ich der Meinung. Oder es ist nur bei der DX-Version so. Kann auch sein. Aber okay, dann halt nicht. Dann besiege ich dich halt noch. Wenn du unbedingt sterben willst. Sonst hätte ich dich im Leben gelassen, du Arsch. So, blöde Kuh. Zack. So, nice. Okay. Level 8, Reptilienfelsen. Wir sind jetzt im letzten Palast, Leute. Aua. Komm schon. Oh. Wo ist er? Da unten ist er. So, mussten wir zuerst links lang. Ich weiß es nicht mehr. Ich gehe einfach hier lang. Denn hier gibt's auch eine Fee. Und die Fee ist gerade sehr vom Vorteil. Die kann ich ganz gut gebrauchen, muss ich sagen. Nein! Danke. So, ich glaube sogar wirklich richtig, dass wir zuerst lang gehen. Hier bekommen wir auf jeden Fall einen Schlüssel. Eine Kiste. Mit Geld. Wow, Geld. Brauchen wir auch noch. Unbedingt. Das war hier oben nochmal. Ah, okay. Hier konnte man noch nichts machen. Genau, hier müssen wir später hin. Aber ich glaube, hier unten konnten wir schon was machen, ne? Ja, eine Kiste mit Geld holen. Unsere Herzen nochmal auffüllen. Und einen weiteren Miniboss besiegen. Ich glaube, hier oben sogar schon den großen Warte mal. Warte mal, was? Nee, das Ding müssen wir besiegen, genau. Er gibt uns einen Schlüssel, glaube ich.
Nein! Nein! Ist das dein Ernst? Okay, da gibt es einen Schlüssel oder so, ne? Genau, Schlüssel. Okay. Ich glaube, hier unten gibt es den Kompass oder so. Really? Ich hab's doch besiegt. Ich bin der Meinung, da unten gibt es aber nichts Wichtiges mehr. So, jetzt können wir erstmal hier lang gehen. Den Schalter gibt es dort oben. Hier. Mussten wir hier unten hin? Ich glaube nicht mal. Ich glaube, nein. Oder? Ach Gottchen, ey. Ich habe so wenig Ahnung von diesem achten Palast mittlerweile. Ist zu lange her, dass ich diesen Palast gespielt habe. Dass ich dieses Spiel allgemein gespielt habe. Ja, wow. Das war ja gut. Ah. Okay. Hallo, lieber Miniboss, den wir schon öfter mal gesehen haben. Oder einmal gesehen haben. Mach echt jetzt. So. So. Hatte ich der sogar das Feld? Nee, ne? Nee. Okay. Was war hier nochmal? Oh Gottchen, dieser Palast ist immer wieder verwirrend, muss ich ja sagen, ne? Wow. So. Ich glaube, hier war nichts Wichtiges. Bin ich der Meinung. Och Gottchen, ey. So viel Wege. So wenig Ahnung. Hier. Hier bekommen wir einen Schlüssel. Zack. 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 Zack, 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 zack. Yeah. Und außerdem... Genau. Das hier. So, was hatten wir hier? Genau. Troll. Kleiner Troll. Und zack. So, jetzt müssen wir. Ich glaube zuerst hier lang. Ach Gottchen, den Weg habe ich auch immer wieder falsch gemacht. Immer. Immer falsch. Und zwar hier nochmal. Kommt man doch auch, glaube ich, irgendwie. Irgendwie konnte man den hier anders, also falsch bewegen oder so. Irgendwie so. Ach, keine Ahnung. So. Hier können wir uns auf jeden Fall jetzt erstmal... Ich glaube, die Karte oder... Nee, Karte haben wir schon, glaube ich, ne? Kompass? Karte. Okay, Karte snacken. So. Irgendein... Ja, okay. Runterschieben. Und da müssen wir noch nicht hin. Den Weg mache ich auch immer falsch, den einen... So. Hier lang. Schlüssel haben wir noch nicht, ne? Doch, haben wir schon. Okay, haben wir schon. Echt? Wow. So. Zack. Hier müssen wir eine Bombe legen. Dein Ernst. Zack. Da gehen wir aber später lang. Hier holen wir uns erstmal noch einen Schlüssel, genau. Das hier oben machen wir... Also das hier machen wir auch später? Wir gehen jetzt... Hier lang? Oh Gottchen, ey. Was wäre da drin gewesen? Ich weiß es nicht mehr. So. Entdaten. Ach, jetzt sind wir hier. Achso. Oh. Gut zu wissen. Ja, wir haben uns mal neue Bomben und ein paar neue Pfeile und so geholt.
Ich glaube, das muss ich nicht mal anmachen. Okay, dann war es doch hier oben, okay. Hier oben lang. Schlüssel. Zack. Haben wir noch... Nein, wir haben noch gar keinen Schlüssel mehr, okay. Auf jeden Fall können wir jetzt hier eine Bombe legen. Und hier eine Bombe legen. Unten kommen wir bei den Blumen, wo ich versucht habe, diesen einen Kübel wegzuschieben, wieder raus. Zack. Okay, Schlüssel. Hier war, glaube ich, auch... War hier ein Schlüssel drin? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, war es. Okay, cool. Da oben müssen wir jetzt erstmal nicht lang. Hier unten war auch nichts Wichtiges, ne? Ja, ein bisschen Sachen. Nehme ich gerne alles mit. Vielleicht bin ich wieder viel zu verschwenderisch. Hier, komm, wo bist du? Da oben bist du. So. Was öffnet das? Will ich hier schon hin? Klar, denn ich will an diese Truhe da oben kommen, die mir Rubine gibt. Ich habe diesen Dungeon einfach null in Erinnerung, wie man merkt. Wow. Aber hier bekommen wir jetzt unser letztes Herzteil, Leute. Zack. Und ratet mal, was wir hier oben noch bekommen. Und ich glaube, ich weiß, was ich gerade deaktiviert habe. Ah, guck mal, was wir hier noch bekommen. Ein Teleporter. Geil, ne? Der letzte. So, zack. So. Hier rein. Und jetzt müssen wir von hier oben diese Kackviecher hier besiegen. Indem wir den einfach hoffentlich perfekt Bomben zuwerfen. Was? Der hat nicht getroffen. Bleib stehen. Ja. Zack. Nein. Bleib da. Bleib in der Ecke. Bleib doch in der Ecke. Was? Okay, dass der nicht getroffen hat, ist jetzt krass. So, zack. Ich weiß nicht, ob wir das vorher auch schon hätten machen können. Aber ich mache das immer erst, wenn ich hier oben bin. Ich glaube, die Truhe bleibt nämlich nicht da. Nimm sie doch in den Mund! Ach man. Gut, dass wir eben so viele Bomben noch eingesammelt haben, Leute. Schlüssel. Nur deswegen haben wir das gemacht. Für einen Schlüssel. Und ich hoffe, ich habe etwas nicht deaktiviert. Weil das wäre üb... Okay, nein, den Schlüssel will ich da nicht wasten. Wir gehen hier lang. Bomben! Ich hoffe es echt, dass ich etwas nicht deaktiviert habe. Denn dann müssen wir nochmal zurück an Anfang des Dungeons. So, wir haben zwei Schlüssel, oder nicht? Drei sogar, oh. Hätte ich ja sogar doch einen Schlüssel wasten können, aber egal. So, zack. Rüber, zack. So. Hier, diese... Aua, die machen Damage. Au, oh, lol. Ich da nicht getroffen wurde. Nicht... Ach, ich wusste es. Wir haben es deaktiviert, indem wir... weg waren. Aus dem Dungeon raus waren. So, bei ihm müssen wir jetzt warten. Einmal die ganze Gegenrennen. Ich mach das immer so. Bis er dann endlich mal irgendwann ausholt. Danke. Und schon haben wir ihn besiegt. Nice. So. Jetzt müssen wir nochmal an Anfang des Dungeons, denn wir haben den Schalter deaktiviert. Was mich ein bisschen traurig macht, muss ich ja sagen. Aber naja. So. Jetzt müssen wir nochmal diesen Schalter hier aktivieren. Es gibt hier zwei Eingänge. Einmal den wir schon gesprengt haben und einmal den hier. Zack.
Und nochmal zurück. Und dann bekommen wir unser letztes Dungeon-Item. Beziehungsweise unser letztes, nein, vorletztes Item. Allgemein, wir müssen noch den Boomerang holen, fällt mir so auf. Haben wir immer noch nicht gemacht. Aber naja, so. Zack. Yeah, wir haben den Somaria-Stab. Ein sehr cooles Item. Ein sehr, sehr cooles Item. So, brauchen wir eigentlich noch einen Schlüssel? Wir haben noch einen Schlüssel. Nee, dann brauchen wir keinen mehr. Habe ich einen nicht gewastet oder? Warte mal. Brauchen wir doch noch zwei. Ich bin der Meinung, wir brauchen nur noch einen. Ich hoffe, ich liege nicht falsch. Und hier mache ich auch immer den gleichen Fehler. Ich weiß nicht, ob das hier der richtige Weg ist. Ob ich hier jetzt gerade zu früh lang gehe. Oder... Warte, ich muss das doch, glaube ich, so machen. So. So und so, ne? So. Ach, komm. Diese Steine hier darf ich, glaube ich, nicht wegmachen. So, okay. Und jetzt komme ich da, glaube ich, rein, oder? Habe ich wieder irgendwas falsch gemacht? Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ey. Und ich glaube, ich bin gerade erst den falschen Weg gegangen. Den Weg zum Boss, oder? Bin ich gerade erst den Weg zum Boss gegangen? Ich weiß es nicht. Oh, bitte nicht. Doch. Mann, das passiert mir immer. Ich gehe immer erst den Weg zum Boss und dann den richtigen Weg, um erstmal den Boss-Key zu bekommen. Das passiert mir jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele. Und ich merke es mir einfach nicht. Krieg's nicht in meinen Schädel rein. Wir müssen zuerst dahin. Ich hoffe, ich krieg das überhaupt... Geht das? Oh nein, sag jetzt nicht. Cool, Herzchen. Danke. Das kann nicht wahr sein, ey. Ich mach... Diesen Fehler mache ich immer. Jedes verdammte Mal. Weil ich mir jedes Mal denke, ach nee, der Weg mit der Treppe... Oder der Weg von der Treppe dort... Auf... Also, der Weg hier mit der Treppe zur Treppe... Der ist der Weg, der mich zum Boss führt. Nein, das ist der Weg, der mich zum Boss Key führt. Ich krieg einen Föhn, ey. Wie gesagt, jedes Mal passiert mir das. Jedes verdammte Mal. Hier muss ich nämlich hin. Genau. Und hier ist nochmal ein Boss, der uns schon bekannt vorkommt, ne? Aua. Und wieder das gleiche Prozedere. Einfach draufhauen. Einfach an dem einen Fleck hier stehen bleiben und schlagen, wenn er sich umdreht. Ich habe gar nicht die Feder ausgerüstet, wow. So, und hier noch ein kleines Rätsel, sag ich mal. Beziehungsweise, es ist nicht mal wirklich ein Rätsel, also... Ja, doch schon. Es ist ein Rätsel, aber es ist nicht mal unbedingt schwer. Einfach nur wieder alle Löcher wegkriegen. Zack. Und schon haben wir den Boss-Key. Jetzt nochmal den Weg zum Boss gehen. Mensch, 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 Mensch. Dass ich so oft gefailt habe, ey. Dachst du, das wird ein super Run. Also, Fails werdet ihr nicht sehen oder so. Nein. Ach, komm ich drauf. Viel zu viel gestorben und so. So. Irgendeinen, den konnte ich bewegen, genau. Einmal kurz hier rein. Wieder raus. Zack. Wegschieben. Zack. Nein. Oh, lol. War einer zu weit schräg gehüpft. Okay. Herzchen mitnehmen. Zack. Nein. Wie, als ob ich den nicht getroffen habe. Really? So, jetzt aber. Genau. Und jetzt müssen wir nur noch reinfallen. Schön. Zack. Zack. Ah!